Ich habe für euch heute ein ganz interessantes Thema, und zwar Dehnung und Mobilisation für unseren Unterkörper. Wanne und allen. Außen, innen, Gesäßmuskulatur, Becken, Hüfte, einfach alles. Da dreht sich alles um unteren Bereich. Was brauche ich dafür? Gar nichts. Außer einen Mülleimer. Ich hoffe, ich nehme an, dass jeder was zu Hause hat. In dieser Situation heutzutage sauber, 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 sauber machen, brauchen wir unbedingt einen Mülleimer. Okay, das ist alles, was ich heute brauche. Und bevor wir starten, fangen wir an mit kleiner Erwärmung, um ein bisschen unseren unteren Bereich warm zu halten. Wir fangen ganz schön an. Der Eimer ist vor mir und dann fange ich an, ein bisschen leicht zu tippen mit meinem Hüftgelenk, mein Bein nach oben. Ganz schön leichte Mobilisation. Natürlich muss es immer geradeaus bleiben. Achtet auf euer Gleichgewicht auch dazu. Sehr schön. Und einfach mal noch. Sehr gut. Und drücken wir weiter. Jetzt rotieren wir unsere Hüftgelenke auf. Von beiden Seiten. Ganz schön groß versuche ich immer, meinen Winkel größer zu machen, was ich kann. Ganz schön leicht von beiden Seiten. Einmal von rechts nach links, einmal von links nach rechts. Sehr schön. Noch ein paar Mal. Sehr gut. Und nochmal leicht. Und jetzt halte ich meinen Fuß drauf. Guck mal die vordere Seite meines Fußes. Schicke mein Hüftgelenk nach vorne und ziehe ich die Dehnung auch hier ganz schön. Wunderbar. Jetzt ist weiter Fuß. Ich gehe auf den Bank ganz schön. Gut, wenn das nicht so funktioniert wie bei mir, ist es auch kein Problem. Hauptsache, ich versuche auf meine vordere Seite hier mit meinem Fuß zu kommen. Und ganz schön die Hüfte nach vorne ziehen und halten. Nochmal ein paar Sekunden. Sehr gut. Zieht, zieht nach vorne. Ja, genau. Wunderbar. Sehr schön. Gut. Jetzt für unsere Gesäßmuskulatur und den Rücken. Dann kann ich jetzt ein bisschen den Eimer festhalten. Und gehe ich auf den Ball. Ich zeige euch von der Seite her, dass wir jetzt hier ganz schön nach hinten ziehen. Das spüre ich jetzt das Ganze in meinem Bein, in meiner Gesäßmuskulatur. Und dann halten wir hier ein paar Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und locker lassen. Jetzt gehe ich auf den Ballen wieder. Ganz schön. Und tippen. Nach oben. Also fern. Und dann wieder hoch. Runter. Wieder hoch. Runter. Wieder hoch. 5. Wieder hoch, 6, wieder hoch, 7, wieder hoch, 8, wieder hoch, 9, wieder hoch, 10, wieder hoch und locker lassen. Ganz schön. Und jetzt gehe ich mit meinem Bein einfach zur Seite, zum Eimer, diese Seite. Ganz schön so rotieren und drauf, rotieren und drauf zu tippen. Wieder zurück, rotieren, drauf zu tippen. Stabil bleiben bitte, ja genau. Noch ein paar Mal. Sehr gut, das ist eine leichte Erwärmung. Und gut, dieser Winkel ist jetzt trainiert und wir gehen auf die andere Seite, rotieren wir die Hüfte und tippen wir drauf und wieder zurück, nochmal drauf und wieder zurück, nochmal drauf. Diese Rotation ist ganz wichtig und angenehm und das braucht meine Hüfte auch. Ganz schön. Und noch zweimal noch. Sehr gut. Und zurück. Ganz schön wieder den Arm nach oben nehmen und jetzt ganz schön zum Schluss, ich gehe auch zur Seite, auch ganz schön, jetzt mache ich mich so klein und dehne ich das Ganze hier. Ihr könnt auch mit offenen Beinen machen, Hauptsache bringe ich jetzt ganz leicht meine Gesäßmuskulatur, meinen Rücken zum Dehnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und langsam nach oben krabbeln. Schön, das war eine ganz schöne, angenehme Erwärmung, bevor wir starten. Ich hoffe, dass ihr auch bereit seid. Und okay, jetzt können wir starten. Wir haben jetzt eine leichte Erwärmung gemacht für unsere Hüfte und Beine.
miteinander. Und jetzt, Oma, kannst du starten. Ich habe mich für einen Eimer entschieden, weil ich es immer zu Hause auch habe. Und wir können ja starten. Wir fangen erstmal ganz leicht. Ich stelle jetzt ein Bein oben auf dem Eimer. Der zweite kommt ganz schön unter mein Oberschenkel. Wie das ist, so schwer ist, kann natürlich nach vorne das zweite Bein ziehen. Es ist ja kein Problem. Und wir richten unser Rücken ganz schön geradeaus und versuchen, wie entweder unsere Wade oder Fuß, je nachdem, was ihr könnt. Wenn überhaupt nicht geht, ist es natürlich unser Knie, Kehle auch eine gute Position zum Anfassen. Und wir halten fest und geben unsere Rücken ganz in die Tiefe. Und halten wir hier in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück. Diese Höhe tut mein Bein von der Dehnung her ganz gut, weil es ist ganz schön Strecke nach oben. Ich nehme jetzt dasselbe Bein, guck mal, die war unten. Jetzt stelle ich mein Bein oben. Viele sagen, ouch, das zieht, tut weh ja schon. Okay, wer das nicht kann, kann er der Fuß, sein Fuß auf dem unteren Bein stutzen. Wenn es überhaupt nicht geht, dann kann er ohne Eimer das machen. Auch dasselbe. Also entweder oder ohne Eimer. Jetzt haben wir die drei Alternative. Und wir machen dasselbe. Das Becken ist jetzt offen, die Gesäßmuskulatur ganz schön. Und jetzt unsere Beine unten. Und dann haben wir drei Aspekte zusammen und ziehen wir runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück. Da hat wirklich viel gezogen. Sehr schön. Das muss auch sein. Jetzt nehmen wir das zweite Bein und der andere, wie vorhin, ganz unten. Stelle ich meinen Rücken gerade und fasse ins wieder Fuß. Wade oder Schienbein oder natürlich meine Kniekehle und runtertauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker. Und das Bein kommt jetzt oben. Wenn es so schwer, wie ich gesagt, ohne Eimer geht es auch. Und auch runter und runterziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Wunderbar. Und jetzt stelle ich beide Füße drauf auf dem Eimer. Stelle ich jetzt, guck mal, der Rücken ist jetzt tiefer. Ganz schön gerade aufrecht stellen. Und jetzt hier halten wir die Position. Entweder oder. Und runtertauchen. Ich mache mit meiner Handfläche, guck mal hier, einen Widerstand und ziehe ich mich nach vorne. Spannung im Rücken, Brust, Arm und natürlich meine Beine. Halten. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Oh, das war richtig schön hier in dem Bereich. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Übung. Und zwar, das ist eine Schmetterlingposition. Mein Ziel ist, jetzt ist meine Gesäßmuskulatur, meine Außenoberschenkel in Dehnung zu bringen, Mobilisierer, Dynamiker, wie auch wollt. Und der Eimer ist vor mir. Ich versuche jetzt, meinen Eimer umzuarmen. Ich gehe jetzt vorne. Jeder versucht, den Eimer umzuarmen und tauchen wir ganz tief. Die Gesäßmuskulatur zieht die Außenoberschenkel auch ganz schön. Jeder macht, was er kann. Habt ihr schon den Eimer umarmt? Schön. Jetzt zähle ich mit euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Sehr schön. Den nächsten gehen wir in Schneidersitz. Man zieht jetzt beim Schneidersitz jetzt den Innen, der Oberschenkel von innen
mitzunehmen, zum Dehnen. Und der Eimer ist vor mir. Jetzt stelle ich meinen beiden Ellenbogen drauf und rutsche ich nach vorne, wie ich kann. Und ziehe ich mehr. Entschuldigung, diese Position geht um die Gesäßmuskulatur auch und die Oberschenkel von außen. Und dann halten wir. Wieder noch ganz schön hier in dem Bereich. Und die Brustwirbelsäule, Armschulter sind auch dabei. Halten, Rücken auf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und locker lassen. Wunderbar. Sehr schön. Ich drehe mich jetzt ganz schön zur Seite. Der Eimer ist dabei und halte ich jetzt nur meinen Fersen drauf. Also geht nicht mit dem kompletten Fuß hier auf dem Eimer. Versucht wirklich nur, dass eure Fersen da und unsere Ballen wie möglich zu unserer Nase, weil es schwer ist, ist kein Problem, dann bleib neutral. Jetzt habe ich das zweite Bein vor mir und hier zum Stützen kann ich jetzt meine Hand auf mein Knie und mit meinem Arm gehe ich jetzt in der Mitte. Guck mal, ich rotiere mich, jetzt bin ich jetzt gerade, ich rotiere mich ganz schön mit meinem und dann halte ich die Stelle da Richtung Boden. Also rotieren und Richtung Boden ziehen. Jetzt meine inneren Beine. In Funktion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Wir bleiben auf dieser Seite. Jetzt nehme ich mein Bein weg von einmal. Guck mal, der ist vorne. Die stelle ich hinten. Ich habe jetzt hier ganz schön, mein Oberschenkel muss nach vorne zeigen. Wenn es so schwer ist, dann können wir ein bisschen noch mal lockerer machen. Es geht mir darum, dass ich jetzt meine Hüftbeuge, mein Gesäß und meine Hüftmuskulatur immer in Mobilisation zu bringen. Also das wäre optimal, wenn es schwer, dann kann ich einfach so bleiben. Und jetzt kommen wir stellen unsere Arme oder unsere Hände vor uns auf die Spitze oder komplett, wie ihr wollt. Und versuche ich jetzt meine Hüfte nach vorne zu ziehen und dann Richtung Boden wieder zu drücken. Das heißt, die Hüfte öffnet sich hin und her zu mobilisieren. Also nochmal, vorne und hinten drücken. Ich zähle jetzt, wenn ihr bereit seid, vorne und ab. 2, runter. 3, runter. Rotiert ganz schön. 4 und runter. 5, zeige euch immer die Hüfte. 6, runter, 7, runter, 8, runter, 9, runter. Beim 10 halten wir die Rotation vorne. Zieht eure Hüftbeuge ganz schön nach vorne und haltet die Stelle in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr schön. Und wir nehmen unsere Eimer auf der anderen Seite und machen wir unsere zwei Übungen zusammen. Der erste war, meinen Fersen auf den Eimer zu stellen. Das zweite Bein vor mir. Ich kriege ja schon hier ein bisschen Spannung im Bein. Hatte ich jetzt meine Hand auf dem Knie mit meinem Ellenbogen. Guck mal, die Rotation. Ich rotiere meinen Rumpf Richtung Bein und dann runter Richtung Boden tauchen. Halten, das zieht, ich weiß. Machen wir weiter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurückkehren und runter. Ich nehme das Bein, der oben war und ihr seht, guck mal, ich wiederhole das, ganz schön, 90 Grad nach vorne, dass mein Oberschenkel unbedingt nach vorne zeigen muss. Wenn es so schwer ist, kommt ihr ein bisschen dichter an das zweite Bein. Jeder macht, was sein Körper vor möglich hält.
Und jetzt rotieren wir unsere Hüfte ganz schön. Und vorne und ab Richtung Matte. Zwei und ab. Drei und ab. Vier und ab. Fünf, sehr schön, und ab. Sechs und ab. Sieben und ab. Acht und ab. Neun und ab. Zehn halten wir. Zieht eure Hüftbeuger ganz schön nach vorne. Rücken gerade bleibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wunderbar. Und jetzt zieh mal ganz schön und ruhig die Beine. Okay. Müssen wir jetzt natürlich unsere Übungen ein bisschen steigern. Ich hoffe, dass ihr den Mut habt, weiterzumachen. Und können wir mit dem zweiten Teil jetzt anfangen. Ja, und jetzt sind wir bereit, jetzt unsere Übung ein bisschen zu steigern. Und wir brauchen jetzt unsere Eimer wie vorhin. Ich stelle jetzt mein Bein links vor mir, guck mal, 90 Grad Winkel, das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite, meine rechte, ist hinter mir. Ich kann den Eimer hier festhalten, damit die Haltung im Rücken ganz stabil. Jetzt versuche ich jetzt mit meinem Bein nach hinten zu rutschen, bis ich in einer Position komme, wo meine Hüftbeuger ganz schön spüren kann und nach vorne ziehen kann. Also, guck mal, dann halte ich die Dehnung vorne, mein Hüftbeuger zieht. Ich spüre hier auch meine Oberschenkel, die auch mit mir zieht und dann halten wir. Manche sagen, das ist so schwer. Ihr könnt natürlich legitim, was ist eure Grenze, das Bein leicht zu beugen, ist es auch in Ordnung. Also, wir strecken hier das Bein ganz ordentlich. Achtet darauf, dass der Rücken ganz schön gerader bleibt und ziehen wir vorne. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück. Das war schön. Jetzt rutsche ich nach vorne und nehme ich jetzt mein linkes Bein mit und drauf auf den Eimer. Ja, ja, ich muss ein bisschen balancieren, das ist ja gut. Wir nehmen eine andere Perspektive und zwar, das ist jetzt nochmal hier, ganz schön. Oberschenkel, Gesäßmuskulatur und zweite Bein, auch wieder den Oberschenkel. Und ziehe ich jetzt mehr. Jetzt der Bereich ist ganz groß. Das wollte ich. Und dann halten wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und locker lassen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber manche Dinge müssen wir ein bisschen harter gehen, damit wir richtig davon gewinnen können. Aber wenn überhaupt nicht geht, dann lassen wir einfach. Also übertreibt euch nicht, weil bei der Dehnung, wenn wir richtig ein bisschen nicht so gut machen können, das kann sein, dass wir einen Schmerzen haben. Wir gehen nur auf unsere Grenze. Und jetzt viel gequatscht, wir machen es weiter. Das ist mein linkes Bein und hier ist jetzt ganz schön, Entschuldigung, und jetzt nach hinten. Ganz schön. Richtig meinen Rücken ganz schön geradeaus. Und dann halten. Nur auf unsere Grenze gehen, damit es effektiver wird. Halten. Schön hier, ganz schön. Achte drauf, wie schön ist, wo mein Gesäß, wo meine Hüftbeuger, wo meine vordere Seite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Jetzt rutsche ich nach vorne. Und stelle ich das Bein jetzt drauf. Wie ich gesagt, wenn es nicht geht, dann geht eben nicht. Und versuchen jetzt hier vorne zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und super. Da gehen wir runter. Man spürt sich wirklich hier ganz schön die Muskulatur. Jetzt werden wir
eine Übung vom inneren Bereich unseres Beines und Oberschenkel. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ich gehe jetzt hier. Der Abstand zu den Eimer ist jetzt mir ganz wichtig. Ich muss nämlich nur meinen Fersen drauflegen. Ich kann hier mir auf den Boden stützen. Guck mal jetzt, es geht darum, dass ich mit meinen Fersen nach vorne rutschen will, ohne dass es meine Überkörper mitgehen. Also, ich muss hier stabil bleiben und schicke ich meinen Fersen durch diese leichte Rutschen, denn einmal rutscht ja schon, vorne. Ich halte mir hier die Stelle fest und durch die Fersen nach vorne. Ich spüre ganz genau, dass es mein inneren Bein, mein Oberschenkel komplett bis mein Gesäßer auch hinten zieht. Halten wir, kannst du, guck mal, mein Fersen rutscht. Halten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Und zurück. Auf die andere Seite. Den Eimer mitnehmen. Und mein Fersen erstmal ist vorne. Und der Winkel, guck mal, wie der Winkel sich immer größer wird. Achtet drauf, bitte nicht, euch nicht verletzen. Und rutsch weiter. Ich rutsche mit meinen Fersen vorne, vorne, vorne. Das Becken bleibt hinten, wo er ist. Haltet nur mein Fersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück und sehr schön. Ja, Dehnung ist und Mobilisierung ist nicht so leicht, aber es ist ganz, ganz wichtig. Eine Sache habe ich noch, bevor wir auf den Rücken gehen, dass wir jetzt beide Beine hier, stelle ich mein rechtes Bein drauf und versuche ich jetzt den Ellenbogen zu schließen und runter zu tauchen. Okay, und wir gehen mit dem anderen Bein auch zur Seite drauf und schließen wir den Ellenbogen zusammen und runter tauchen. Da merkt ihr, wie seitlich ganz schön 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen und gut ist. Gut, ja, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Teil für unser heutigen Training. Und wir gehen jetzt in der Rückenlage. Ganz schön. Und nehme ich jetzt mein rechten Bein und stelle ich meine Fersen auf dem linken Knie, ganz schön. Und ich ziehe jetzt das Bein nach oben. Mit beiden Händen gehe ich ganz tief in die Lücke zwischen den beiden Beinen, halte mich jetzt hier fest und versuche ich jetzt das Bein links zu mir zu ziehen. Ihr merkt, dass es das hier, die Gesäßmuskulatur, die Lendenwirbelsäule, der Oberschenkel kann schön dabei sind und halten wir in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker lassen. Und das gleiche machen wir mit dem anderen Bein, ganz schön die Fersen auf den Knie stellen. Heben wir unser Bein recht und in der Lücke zwischen den Beinen halten wir unser Oberschenkel und ziehen wir das Bein, wie wir können, zu uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und sehr schön und locker lassen, haben wir unsere Gesäßmuskulatur, ganz schön. Und jetzt nehme ich mein rechtes Bein auf dem Eimer hoch und mit dem zweiten mein linkes halte ich, was ich ja hier anfassen kann, wie möglich und versuche ich jetzt mein Bein
zu mir zu ziehen. Achtet darauf, dass ihr unbedingt eure Lendenwirbelsäule richtig auf der Matte drücken musstet, damit es erst ganz schön zieht. Und halten wir in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und sehr schön. Wir nehmen jetzt die Hüfte dazu. Guck mal, da greife ich mit meinem rechten Arm auf dem linken Bein und ziehe ich mein Bein hier zur Seite. Und halte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück. Wunderbar. Ich nehme jetzt das zweite Bein. Ganz schön strecken. Fassen wir unsere Wade oder Knie, wie auch immer. Und ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr schön. Linke Hand von außen meine Wade und nehme ich mein Bein mit zur Seite. Mitnehmen, was er kommt. Haltet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und zurück. Wir mobilisieren jetzt das Ganze. Das heißt, ich nehme jetzt mein linkes Bein, der hat die Hüfte gedehnt und das ganze Bein. Jetzt rotiere ich. Das ist das hier, 90 Grad. Der geht jetzt hier, tippen wir hier vorne und dann kehren wir zurück. Das rechte Bein bleibt wie vorhin auf dem Eimer drauf. Okay, das ist mein linkes. Wir starten 10 Mal hin und zurück. Also vorne und zurück. 2 und zurück. 3 und zurück. 4 und zurück, 5 und zurück, 6 und zurück, 7 und zurück, 8 zurück, 9 zurück. Beim 10 versuchen wir hier zu bleiben. Wer den Boden nicht erreichen kann, ist es kein Problem. Dann halten wir eben unsere Beine in der Luft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, wunderbar, dann haben wir hier auch wieder den Außen, aber Schenkel mit unserer Hüfte. Und jetzt kommt die zweite Hüfte und Bein ins Spiel. Das ist mein rechtes und tippen wir rüber, nochmal und zurück, okay? Und 1 und zurück, 2 und zurück, 3 und zurück, 4 und zurück, 5 und zurück, 6 und zurück, 7 und zurück, 8 und zurück, 9 und zurück. Wir halten beim 10. Ganz schön, die Hüfte ist schön dehnen, drehen und halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe es geschafft. Wunderbar. Und pass auf, ich muss jetzt sitzen, dann gehe ich zur Seite, mache mich klein und ganz leicht nach oben. Das ist die richtige Position. Und jetzt zum Schluss dehnen wir ein bisschen und atmen wir tief und runter. Ich halte jetzt meinen Eimer zwischen meine beiden Füße. Ganz schön. Kräftige ich jetzt ganz leicht. Wir haben nicht gedehnt. Wir drücken mit unserem Innenfuß. Ganz schön hier, Innenfuß. Auf dem Eimer von beiden Seiten fliege ich jetzt auch ganz schön von innen hier und halte ich meinen Rücken ganz schön geradeaus. Aufrecht, nicht runtertauchen, richtig wieder aufrecht bleiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und fallen lassen. Passiert das hier, dann bin ich ganz schön locker und jetzt nur im Wechsel vorne gerade. Und locker lassen. 2 aufrecht. Locker lassen. 3. Und locker. Die Lendenwirbelsäule und Becken. 4. Und locker. 5. Und locker. 6. Und locker. 7. Und locker. 8. Locker.
Neun. Locker. Zehn. Locker. Und tief atmen. Dann halten wir jetzt ganz schön. Und gehen wir auf der Seite. Dann linke Hand hinten, rechter Arm. Halten wir ein paar Sekunden. Ganz schön. Wunderbar. Und jetzt auf der anderen Seite kommt mein rechter Arm nach hinten. Mein linker nach oben. Versuche ich den Bereich ganz schön zu öffnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und locker. Jetzt halte ich jetzt meinen Fuß. Zum Schluss ganz schön. Jetzt ganz schön angenehm und runter. Mach mal ganz klein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und locker lassen. Sehr schön. Schönes Gefühl. Ich hoffe, dass ihr auch ein schönes Gefühl gehabt und wir sehen uns in unserem nächsten Video.